Gute Sportler in Sommerdisziplinen werden im Winter gemacht. Das ist bei den Seglern nicht anders. Der Landesverband veranstaltet regelmäßig den Athletikwettbewerb Stärkster Segler MV. In diesem Jahr fiel der Austragungsort auf Güstrow. Die Segelsportler des SV Einheit übernahmen die Betreuung des Wettbewerbs. So trafen sich am vergangenen Sonnabend ca. 280 junge Teilnehmer aus 31 Vereinen in der Halle des Landessportbundes, um in Altersklassen zwischen 8 und 18 Jahren und getrennt nach Geschlechtern ihren stärksten Segler zu ermitteln. Christian Köhn, Abteilungsleiter Segeln beim SV Einheit Güstrow, weiß, wie wichtig eine gute Saisonvorbereitung ist, auch gerade im athletischen Bereich. Ja, also auch beim Segeln gibt es Momente, wo man entspannt sitzt, wo man ein bisschen ruhiger, was vielleicht im Fernsehen häufig zu sehen ist. Aber wenn es dann um den Wettkampf geht, dann kommt der Ehrgeiz, dann ist Ausdauer gefragt, dann ist Kraft gefragt, um die Segel anziehen zu können, um eben auch ausreiten zu können. Das heißt, man sitzt dann nur noch auf seinen Oberschenkeln, der Rest des Körpers hängt über dem Wasser. Und diese Kraft, die versuchen wir eben in den Wintermonaten anzutrainieren, weil da ist es dann doch ein bisschen kalt draußen auf dem Wasser und gerade im Kinder- und Jugendbereich doch auch ein bisschen ungesund, dann ins Wasser zu fallen. Und so tanken die jungen Segler Kraft und Kondition an 6 Stationen. Darunter waren unter anderem der Kastenbumeranglauf, der Schrägliegehang oder das Medizinballstoßen. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielt der Güstrower Paul Bothe seine Berufungsurkunde für die Landesauswahl der Leserklasse. Seit 10 Jahren segelt Paul bereits bei Einheit. Wie er warten alle Segler ungeduldig auf die wärmere Jahreszeit. Für das Ansegeln in diesem Jahr ist der Segelverein Güstrow am 14. April zuständig. Der erste Wettkampf mit dem W&W Frühjahrscup findet bei Einheit am 28. und 29. April statt.